Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum zweiten Mercedes-Benz Reiterforum Live. Wir senden heute aus dem Herr Sonnenschein im schönen Münster und wir haben eine Besonderheit, denn nicht nur ihr zu Hause an den Bildschirmen schaut zu, nein, wir haben heute auch ein richtig tolles Live-Publikum am Start. Schön, dass ihr alle da seid. Das Wichtigste beim Reiterforum ist aber natürlich, dass wir einen Topstar aus der Reitsportszene mit dabei haben. Und wenn ich mich nach rechts wende, dann haben wir so einen bzw. so eine da, in allerbesten Umständen, die absolut erfolgreiche Dressurreiterin Helen Lange-Hahnberg. Schön, dass du da bist, Helen. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Abend auch meinerseits. Und ja, es ist mir schon echt eine große Ehre, hier dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Wie gesagt, du siehst toll aus. Wie geht's dir? Was macht die Schwangerschaft? Ja, mir geht's gut. Ich werde immer mehr und irgendwann wird es dann wieder weniger und dann geht's wieder in den Sattel und mir geht's hervorragend. Ich freue mich einfach ja, auf das, was jetzt kommt und auf das, was danach kommt und ich habe eine gute Zeit. Ein bisschen wächst der Babybauch auf jeden Fall noch. Vermutlich. Du bist ja jetzt nicht nur heute hier in der Sendung bei uns aktiv. Ich habe mir sagen lassen, du bist auch im Stall noch richtig aktiv. Ne? Du bist jeden Tag da, du gibst noch Unterricht. Ja, ich glaube, ich bin nicht die Person, die rumsitzen kann. Nein, ich bin eigentlich von morgens wirklich an bis ja, nachmittags da. Dann ist ein bisschen Familienzeit, die gibt es ja auch schon. Gehört und auch dazu. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber es ist eine gute Mischung und ich werde auch, ich hoffe, es geht mir weiter gut bis zum letzten Tag da stehen. Da drücken wir dir natürlich die Daumen. Wir sprechen gleich natürlich ganz ausführlich in Ruhe. Wir schauen uns Videos an. Vorher möchten wir euch aber noch mal ganz kurz erklären, was euch beim Reiterforum Live überhaupt erwartet. Entstanden ist das Ganze aus dem klassischen Mercedes-Benz Reiterforum von Frank Henning. Und wir haben das Ganze so ein bisschen in die digitale Welt reingeschubst. Euch erwarten spannende Home-Stories, exklusive Trainingseinblicke. Es gibt Tipps und Tricks zum Zuhause nachreiten. Und natürlich, so gehört sich das fürs Internet, natürlich auch ein richtig cooles Gewinnspiel. Dazu auf jeden Fall später ausführlich mehr. Jetzt wollen wir, glaube ich, einfach erstmal ein bisschen quatschen. Helen, du wirst den meisten sowieso ein Begriff sein, auch ohne Vorstellung. Trotzdem, ich fasse noch mal kurz zusammen. Du warst erfolgreich bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, bei den Olympischen Spielen. Du hast lange im Sattel von Damon Hill gesessen, bist dann letztes Jahr mit Dempsey durchgestartet, die Siege in Neumünster. Ich glaube, an die kann sich wirklich jeder erinnern, du natürlich auch. Wenn man so viele Schleifen schon am Kopf hatte, beziehungsweise am Kopf des Pferdes, gibt es so die eine ganz, ganz, ganz besondere Schleife für dich? Ja, doch. Also es gibt wirklich eine Schleife oder eine Prüfung, an die ich mich besonders gerne erinnere. Und das war auf der Europameisterschaft in Herning. Ich war letzte Mannschaftsreiterin und wir sind schon als Favoriten dahin gereist. Und dann sah es nicht mehr so aus, als müsste das unbedingt klappen. Und ich wusste, ich muss, ich glaube, mindestens 2% mehr reiten, als ich bis dahin überhaupt getan habe. Und das ist schon viel in der Dressurreiterei. Und ich habe kurz mit Monika, unserer Bundestrainerin, vorgesprochen. Ich so, ich mache alles, oder? Sie so, ja, natürlich, ist das jetzt eine Frage? Ich so, nein, eigentlich nicht, aber ich wollte mich kurz versichern. Und ich habe mich eigentlich besonders gefreut, dass Dami so mitgekämpft hat. Ich glaube, er wusste irgendwie, worum es geht. Er hat das Ding gerockt und es hat gereicht. Also das ist irgendwie echt ein Moment gewesen, der ging mir nahe, der hat mich berührt und das ist schon... Doch, den vergisst man auch nie, oder? Nein. Aber es gab noch viele gute andere Momente auch. Ja, ich würde jetzt noch mal die Olympischen Spiele so ins Rennen werfen. Ja. Ich glaube, das ist ja wirklich für jeden Reiter was Besonderes. Als Amateur kann man sich das gar nicht vorstellen. Wenn man bei den Olympischen Spielen reitet, klopft das Herzchen dann noch ein bisschen mehr? Ja, also ich glaube nicht nur als Reiter. Ich glaube, als Sportler kann man fast sagen, im Allgemeinen mehr geht nicht als die Olympischen Spiele. Und das war auch immer ein Kindheitstraum von mir. Ich hätte es nie ausgesprochen. Aber da zu stehen, auch dieser Moment, als ich zu Fuß, bevor alles losging, in dieses oder in unser Olympiastadion reiten gegangen bin, habe ich echt einen kleinen emotionalen Flash gekriegt und habe irgendwie so gedacht, Helen, du hast es geschafft, jetzt geht's los, oder? Mhm. Doch, also absolut besonders, klar. Und dann mit einer Medaille heimzukehren, ist noch besser. Wir waren eine junge, unerfahrene Mannschaft, die da an den Start gegangen ist damals. Und ja. Das kann man machen. Werde ich auch nicht vergessen. Als Reiterin kennen wir dich ja so ein bisschen. Man kann das verfolgen. Man kennt dich, wie du als Reiterin bist. Aber spannend ist natürlich auch für euch zu Hause immer, wie man so als Privatperson tickt. Und du hast uns eingeladen und wir haben dich auf deiner Reitsportanlage besucht. Meine Mutter sagt immer, wenn ich an was glaube, kann ich Berge versetzen. Und damit hat sie ehrlich gesagt ziemlich recht. Es funktioniert sicherlich nicht, wenn ich da sitze, Däumchen drehe und darauf warte, dass es passiert.
Helen Lange-Hahnenberg, eine echte Powerfrau. Jeden Tag gibt sie alles für ihre Pferde und den Erfolg. Eigentlich macht es mir wirklich jeden Tag Freude. Ich bin sicherlich ein bisschen am Überlegen, was steht diesen Tag an, was steht die Woche an, was steht nächste Woche an, wo setze ich so ein bisschen Schwerpunkte, welches Pferd reite ich, welches Pferd hat frei. Manchmal denke ich vielleicht auch an meine Familie oder Musik und denke gar nichts. Mit ganz viel Fleiß baut sich die 35-Jährige ganz aus eigener Kraft in Billerbeck eine eigene Anlage auf. Meine eigene Reitanlage ist mit Sicherheit ein wahr gewordener Traum, eine kleine, aber feine eigene Anlage zu haben, auf der ich so ein bisschen schalten und walten kann, wie ich mir das auch vorstelle und wie ich es gerne hätte. Ans Pferd oder besser gesagt ans Pony kommt Helen in der ersten Klasse. Eine Freundin nimmt die damals 6-Jährige mit auf einen Ponyhof. Ich war schon immer eigentlich tierbegeistert auch bis dahin, hatte überhaupt gar keinen Bezug zum Pferd. Ich komme aus keiner Pferdefamilie und fand das toll. Meine Eltern haben mir das ermöglicht und es wurde nicht besser mit der Zeit, je länger ich das gemacht habe. Schnell beschließt die junge Helen, dass sie das Reiten zu ihrem Beruf machen will. Sie absolviert die Ausbildung zur Pferdewirtin bei Ingrid Klinke und hegt schnell einen großen Traum. Ich hatte auch diesen Wunsch, wirklich bei Olympia dabei zu sein, sehr früh. Ich hätte das nie geäußert. Ich gedacht habe, wird mit Größenwahn abgestempelt und wäre vielleicht auch berechtigt gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber naja, träumen darf man ja. Und ehrlich gesagt, auf einmal stand ich in London und habe selber gar nicht glauben können, dass das jetzt gerade hier Realität ist. Mit Hengst Damon Hill reitet sich Helen an die Weltspitze. Ja, sportlich gesehen ist er natürlich das Pferd gewesen, mit dem ich wirklich den absoluten Durchbruch hatte. Ein Pferd an der Seite zu haben oder einen Partner, wo du wirklich weißt, es ist eigentlich fast egal, wie es abreiten ist. Wenn er dieses Viereck betritt, rockt er das Ding und der hat da Bock drauf und der zieht das durch. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, für einen Reiter somit das Größte, was man haben kann. In 2014 dann die schockierende Nachricht. Damon Hills Besitzer beenden die Zusammenarbeit. Das Traumpaar wird auseinandergerissen. Es war schon irgendwie, ehrlich gesagt, nicht die schönste Zeit meines Lebens. Aber gut, es geht immer weiter. Und ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie zurückblickt. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne und oft an ihn denke und an die Zeit. Ja, wünsche mir eigentlich nur, dass es ihm gut geht. Anfang 2016 ist Helen aber schon wieder zurück auf dem internationalen Parkett mit Dempsey FRH. Dempsey ist schon auch ein wichtiges Charakterpferd. Also ist schon auch eine Herausforderung für mich. Ich habe unfassbar viel von ihm noch lernen dürfen. Und es hat mich irgendwie fast auch so ein kleines bisschen stolz gemacht, diesen Schritt zu schaffen. Helen hat auch allen Grund, stolz zu sein, so viel wie sie schon geschafft hat. Eine kleine Frau mit großen, wahrgewordenen Träumen. Gänsehaut pur. Mich haben vor allem die Worte zu Damon Hill doch sehr berührt. Man bringt dich natürlich mit ihm in Verbindung. Du hast aber jetzt einen tollen neuen Partner an deiner Seite, Dempsey. Wie ist das, wenn man dann plötzlich Dempsey hat? Vergleicht man die Pferde noch? Nee, ich bin eigentlich nie der Mensch, der jetzt Pferde vergleicht, weil sie sind halt auch Individuen und jeder ist einzigartig und besonders und man findet natürlich irgendwie Ähnlichkeiten. Nein, aber richtig vergleichen tue ich nicht. Wie ähnlich sind sich die beiden? Eigentlich schon ein bisschen. Sag mal. Also was mich eigentlich bei beiden so freut, auch jetzt gerade bei Dempsey, das war am Anfang auch gar nicht immer alles einfach und straight away und wie ich ihn auf meine Seite gekriegt habe. Mhm. Und ich hatte bei Damien auch so am Anfang das Gefühl, klar, wir mussten uns kennenlernen und das ist ja auch das, worum es irgendwie beim Reiten oder auch im Dressursport eben geht, eine Einheit zu werden. Mhm. Und ja, auch mit Dempsey, das war schon, der ist 14 gewesen, als ich ihn übernommen habe. Und das ist auch für einen Hengst gar nicht mehr so jung oder gerade für einen Hengst gar nicht mehr so jung. Und dafür hatten wir von Anfang an schon tolle Erfolge. Ich habe immer gedacht, diese Grundqualität ist fantastisch, die er hat. Aber wir mussten halt auch zusammenwachsen, wir mussten uns kennenlernen. Ich musste wissen, wie er tickt, er musste wissen, wie ich ticke. Und ja, es war wirklich so, eigentlich so letztes Jahr Neumünster kam so ein bisschen der Durchbruch, wo ich gedacht habe, boah, ich glaube, wir können jetzt auch international mehr machen und man weiß nie, wie gut es geht, aber ja.
Es geht ja ganz gut. Ja. Es ist auf jeden Fall schön, dich so schwärmen zu hören. Wir werden über ihn gleich auch noch ausführlich sprechen. Um nochmal zu dir zurückzukommen, du lebst ja so ein bisschen wirklich deinen Traum. Du hast das Hobby eigentlich zum Beruf gemacht und das, obwohl du nicht aus einem Reiterhaushalt kommst, du hast keinen reiterlichen Background von der Familie her und du hast ganz, ganz oft einfach ein riesen Lächeln im Gesicht. Ist das dann immer so leicht, wie es wirkt oder hast du auch harte Tage? Nein, also es wäre schön, wenn es immer nur so leicht wäre, aber das wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, dass es so ist, weil so ist es nicht. Da steckt ganz, ganz viel harte Arbeit hinter. Aber auch dieser Satz, der eben kam, ich habe da am Anfang nie dran geglaubt. Wenn man nicht an was glaubt, kann ich Berge versetzen. Aber natürlich muss ich dafür hart arbeiten. Aber es ist schon irgendwie, ich fand es sehr erstaunlich, was man erreichen kann. Und es wirken diese Ziele manchmal so unfassbar weit weg oder eigentlich auch unerreichbar. Und ich muss für mich jetzt wirklich sagen, auf einmal war ich da. Und es kam mir so kurz vor danach die Zeit, wo ich auf einmal gemerkt habe, ich habe so viele Ziele oder Träume erreichen dürfen, sicherlich durch harte Arbeit, auch durch Glück, durch Unterstützung. Viele, viele Menschen haben mir geholfen und das also in dem Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, diese Ziele erreicht zu haben, war es irgendwie erschreckend schön. Was ja eigentlich auch das Schönste ist, was man so von sich und seinem Leben sagen kann, dass man sich seine Träume erfüllt und dass es doch so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Du sagst, harte Arbeit ist es trotzdem. Wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus? Wann stehst du auf? Was steht an? Wann kommen die Pferde? Wann die Familie? Also wenn ich jetzt nicht schwanger bin, dann fange ich so 8, manchmal etwas früher, je nachdem so ein bisschen was ansteht, an zu reiten. Bin dann auch so sehr straight. Dann, machst dein Ding. Genau, ja. Dann wird auch geritten. Und da passiert auch nicht viel anderes daneben. Und danach mache ich dann eben noch Unterricht. Trainiere ein bisschen, das mache ich auch sehr gerne. Ich habe ein paar feste Schüler, das macht mir sehr viel Freude, gebe auch hin und wieder ein paar Lehrgänge. Man kann natürlich nicht immer alles schaffen, weil eben auch noch Zeit für die Familie bleiben soll und muss und ich das auch möchte und wünsche. Und aber mit Hilfe geht es nie, ohne Hilfe geht es nie, aber das ist echt eine gute Mischung. Ich bin sehr zufrieden, wie wir es im Moment haben. Auch dein Tag hat ja nur 24 Stunden. Ja, es wäre schön, wenn es manchmal mehr wären, aber es ist so. Das kenne ich. Du hast in deinem Stall jetzt aktuell über 30 Pferde stehen. 32, 33 waren es, glaube ich. Wie sieht da die Aufteilung aus? Was sind deine eigenen? Wie viele Kundenpferde hast du? Wie viel Unterricht gibst du? Wie ist da ungefähr die Aufteilung? Also es ist eigentlich so ein bisschen eine gesunde Mischung von allem. Mir gefällt es total gut. Halt wirklich Sportpferde für mich, Turnierpferde. Dann habe ich ja auch Reiter, die auch Pferde ausbilden, auf Turnieren vorstellen. Und natürlich wird auch mal der ein oder andere verkauft. Ich gebe Unterricht, habe ein paar Schüler da und das ist eigentlich so die Mischung. Ein paar Jungpferde gibt es auch noch. Du gibst Unterricht und hast Schüler da. Darüber sprechen wir dann später nochmal. Wir wollen euch aber ganz kurz zum Gewinnspiel informieren, denn wir haben ein wirklich cooles Gewinnspiel heute am Start. Und zwar werden wir am Ende der Sendung 3 Gewinner haben. Wir verlosen eine Mercedes-Benz Schabracke, eine Mercedes-Benz Abschwitzdecke und mein persönliches Highlight, wir haben auch noch 1x2 Tickets für den CHIO in Aachen für den Mittwoch. Und da darf man dann auch in die Mercedes-Benz Hospitality. Und aus Erfahrung kann ich sagen, die ist wirklich schön. Also 3 tolle Gewinne. Und wenn ihr mitmachen möchtet und im Lostopf landen möchtet, das Einzige, was ihr machen dürft, ist, diesen Livestream zu teilen und einen netten Kommentar einfach dazulassen. Und zack, zarab, seid ihr im Lostopf. Und am Ende der Sendung verkündige ich dann, wer gewonnen hat. Wir möchten natürlich nicht nur mit dir reden, Helen. Wir wollen dich auch sehen im Video. Wir wollen dich später auch auf dem Pferd sitzen sehen. Aber jetzt im ersten Video sehen wir dich als Trainerin und zwar mit einer Schülerin zusammen. Kannst du uns ein bisschen was sagen, wer die Schülerin ist, was es mit dem Pferd auf sich hat? Ja, das ist Sabrina Gessmann, meine Bereiterin. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie habe. Und sie reitet da einen 10-jährigen Wallach. Der war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ganz lange bei uns im Stall. Der geht auf S-Niveau, auch mittlerweile schon sehr gut Richtung Grand Prix. Ich finde, das ist ein ganz tolles Pferd, auch ganz viel Perspektive, Potenzial. Und wir haben halt so ein bisschen mal was aus dem Trainingsalltag, ein paar Schwerpunkte und einfach mal so ein paar Ausschnitte gezeigt. Genau, wir sehen jetzt gleich so einen kleinen Ausschnitt. Was erwartet uns da? Worauf habt ihr den Fokus gelegt bei der Einheit? Ja, ich bin immer jemand, der Wert auf Basisarbeit legt. Kleine Feinheiten und schon ein bisschen Seitengänge, Tempounterschiede. Und am Ende das Gesamtpaket dann daraus. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte draus an.
Sehr gut. So, dass du jetzt gleich zur Arbeitsphase hin, fang ruhig an, zum Beispiel Zirkellinie, Schlangenlinien, was auch immer, paar kleine Übergänge, dass dieses schöne, große, schwungvolle, natürliche Traben sich immer wieder leicht verändern lässt. Du leicht in die Versammlung kommst, das Versammeln aber hindurchreiten, genau, dass das Versammeln nicht verlangsamend wirkt, richtig, so, sondern du den versuchst, den Tritt etwas zu verkleinern, richtig, ohne die Verbindung Hinterbein-Rücken-Pferdemaul zu verlieren, ohne dass er abbricht im Fluss, im Rhythmus, genau. Nach vorne weiter öffnen lassen, richtig. Sehr gut, genau. Ja, nimm diesen Fluss mit, richtig, dass du wirklich fast das Gefühl bekommst im positiven Trab, der zwischen deinen Hilfen unter dir weg, sehr gut, in die Hand hinein, in die Verbindung, richtig, sehr schön. Gut, daraus ruhig gleich beginnen, das Schulter herein vorzubereiten. Dass du ein paar Meter ganze Bahn gehst, richtig. Und dann aus der Ecke heraus, sehr gut. Das war schon eine super Einleitung, von der Zirkellinie kommend, in Stellung, Biegung, gut gleichmäßig längs gebogen, in das leichte Übertreten, sehr gut, genau. Das ist schön, dass man wirklich auch keine Unterbrechung des Flusses, der Körperhaltung, sehr gut, der Anlehnung, der Verbindung sieht. Richtig. Das Pferd balanciert gleichmäßig auf dem Hinterbein. Gut. Und jetzt merkst du, dass er minimal ins Schwanken kommt, auch wenn er zu dem Mercedes-Schild hinguckt. Genau. So den Fluss in der Verbindung nach vorne halten. Sehr schön. Genau. Aus der Ecke kommend. Sehr gut. Und genauso ablaufen lassen. Spitze. Das sind genau drei Beine zu sehen, wie man sich das vorstellt. Das äußere Vorderbein verdeckt das innere Hinterbein. Es wäre schön, wenn es immer so straight away laufen würde. Sehr gut, jetzt ruhig mal einmal zu deutlich abstellen. Genau, so, dass du ruhig richtig ihn fast überstellt hast. So, und jetzt etwas innen loslassen, gerade treiben. Sehr gut, um ihn dann wieder in die korrekte Position zurückzuführen. Spitze, sehr schön, genau. Ruhig genauso einmal andersrum. Richtig, beziehungsweise mehr soll er gar nicht überfußen. Gut, an den inneren Schenkel holen machen. Richtig, ruhig eine Volte zwischendrin mitnehmen. Längsbiegung erneuern, hohl machen, genau, so viel Stellung außen zulassen, wie du benötigst, dass du am äußeren Zügel die Anlehnung erhalten kannst, trotzdem die Rechtsstellung zulässt. So, das ist gut, sehr gut. Genau, das so, jetzt zum Beispiel aus dieser Position das innere Hinterbein, das äußere Vorderbein verdeckt, gut. Dann Zügel aus der Hand kauen lassen, in Dehnung kommen lassen, sehr schön. Spannende Einblicke in Helens Arbeit als Trainerin. Helen, wenn man dich dabei jetzt beobachtet, du bist unheimlich konzentriert, du scheinst genauso exakt und genau zu unterrichten, wie du selber reitest. Warum ist dir das wichtig? Ich glaube, darum geht es am Ende. Und wenn ich unterrichte, habe ich eigentlich oft das Gefühl, selber zu reiten. Also es ist so, dass ich selber fühle, was würde ich jetzt genau in dieser Situation machen. Und ist mir auch schon ein paar Mal gesagt worden, das ist ja so, wäre, als würde ich jetzt selber reiten. Und eine Schülerin hat mir sogar gesagt, mal, sie wäre wie ferngesteuert fast. ja, weiß ich nicht, ich bin einfach konzentriert, das ist irgendwie mein Ding. Und ich glaube auch gerade, das ist das, was ich an der Dressurreiterei liebe. Diese feinen Nuancen, dieses Perfekte im Endziel. Das ist natürlich das Endziel und das ist nicht das, was sofort funktioniert, aber das ist das, woran wir arbeiten und wo wir hinwollen irgendwo. Und das macht mir einfach jeden Tag Freude und es wird auch nie langweilig. Bei jedem Lächeln scheinst du trotzdem sehr perfektionistisch zu sein. Ja. Ist das für deine Schüler manchmal schwierig oder stellen die sich da sehr schnell drauf ein? Es hat sich noch keiner beschwert, aber ich weiß es nicht. Also ich hoffe nicht. Also ich möchte es ihnen schon auch gerne leicht machen, aber es ist nicht immer leicht, es möchte ja auch jeder gut sein und deswegen muss man auch diese Feinheiten vielleicht dann kritisieren. Das ist ja nicht negativ gemeint und schon gar nicht persönlich. Aber um es eben perfekt hinzukriegen, ich bin ja mit mir auch selbstkritisch und filme mich auch gerne mal oder lasse mich dann filmen, um einfach zu gucken, was muss da besser, ist die Anlehnung gut, muss das noch besser, ist der Ausdruck genügend, sitze ich gut, was können wir jetzt noch alles machen? Auch so gerade vor der Prüfung, weil es am Ende genau um diese mini Kleinigkeiten geht dann.
Du sagst jetzt gerade, du filmst dich selber, ja. Aber du lässt dich ja auch trainieren. Du hast ja Trainer. Mit wem arbeitest du da? Ja, also jetzt im Moment mit Christian Wendel ist mein Heimtrainer. Der kommt einmal die Woche. Und Monika Teodorescu, unsere Bundestrainerin, unterstützt mich natürlich auch mal tatkräftig. Und gucken dir genau auf die Finger. Ja. Wenn man jetzt von deinen Schülern redet, wie definierst du eine Trainingseinheit? Wie definierst du das Ziel einer Trainingseinheit? Also legst du das vorher fest oder schaust du, wie es sich entwickelt? Also mit meinen festen Schülern, die ich kenne, weiß ich eigentlich vorher schon, worauf wir so ein bisschen hinaus wollen an dem Tag und wo Schwerpunkte sind. Wenn ich zum Beispiel auf Lehrgängen bin und komplett neue Schüler habe, wo ich weder Pferd noch Reiter kenne, klar, muss ich natürlich mal einmal zwei Runden hingucken und überhaupt gucken, was wir hier haben und was man vielleicht dann eben auch verbessern kann. Aber eigentlich, sag mal so, wirklich vielleicht als Devise, weniger ist mehr und fokussiert arbeiten, also Basissachen. Wenn die Basis stimmt, kann ich den Rest verhältnismäßig leicht zumindest erreichen. Und auch sich tägliche Trainingsziele setzen. Ich muss nicht jeden Tag alles reiten, sondern wirklich so, heute möchte ich den Schwerpunkt Seitengänge, Trabarbeit, Galopparbeit, was auch immer. Aber sich da klar sein vorher, worauf möchte ich hinaus, was möchte ich machen und die Pferde eben nicht ermüden darüber. Hast du vielleicht für unsere Zuschauer zu Hause einen Tipp, wie man das meiste aus so einer Unterrichtseinheit mit einem Trainer mitnehmen kann? Also ich glaube, entspannt daran gehen. Gerade auf Lehrgängen höre ich immer wieder, die dann das erste alle Mal schön reiten, dabei sind, genau, zu gut machen, alles ein bisschen verspannt und aufgeregt. Also, ich wäre auch aufgeregt. Ja, ich habe irgendwann mal für mich gelernt, ich bin halt einfach eh nur so gut, wie ich bin. Und ich kann da jetzt Stück für Stück dran arbeiten, besser zu sein, aber wenn ich mich jetzt anspanne, wird es nicht besser. Und das weise halt, Worte. Naja, Erfahrung. Und das halt einfach peu à peu verbessern. Und für sich, jeder reitet ja auch unterschiedlich. Und viele Wege führen nach Rom. Aber für sich das rauszupicken, was eben zu einem passt, was zum Pferd passt. Und selbstkritisch zu sein. Nicht den Fehler immer nur beim Pferd zu suchen, sondern erstmal bei sich selbst anfangen. In diesem Sinne würde ich auch gerne einmal Frank Henning nochmal zitieren, der auch wirklich Wert darauf legt. Und ich glaube, das ist auch so. Die Pferde versuchen schon oft, das richtig zu machen, aber wir sind diejenigen, die sie anleiten wollen. Und da sind wir gefragt, das auch richtig hinzukriegen. Trotzdem sind wir nur Menschen und wir machen Fehler. Und die Pferde müssen auch unsere Fehler mal entschuldigen und wir müssen die Fehler der Pferde entschuldigen. Und ich glaube, das ist am Ende das so ein bisschen, worum es beim Reiten geht. Mit so schönen Sätzen könnte man jetzt eigentlich so eine Sendung beenden, aber das machen wir natürlich noch nicht. Wir haben noch einen Haufen Fragen und zwar nicht nur meine, sondern wir haben ja auch bei Facebook die Möglichkeit gegeben, dass ihr Fragen stellen könnt. Ihr könnt eure Fragen an Helen loswerden und mit ein bisschen Glück landet ihr dann in der Sendung. Und ich glaube, ich kriege jetzt ein Kärtchen reingereicht. Dankeschön. Und zwar sind hier zwei Facebook-Fragen schon, die ich dir jetzt stellen möchte. Bist du bereit? Natürlich, also ich hoffe. Hier fragt jemand, wie bekomme ich mehr Ausdruck in der Versammlung? Das wünscht sich jeder, oder? Ja, doch. Also ein bisschen ist es ja eben schon in dieser ersten Trainingssequenz angesprochen worden. Kleine Übergänge, gar nicht jetzt mehr Druck machen und denken, vorne halten und hinten mal ordentlich drücken und dann gehen die Füße schon höher. Sondern genau das Gegenteil. Am Ende viel Technik, ganz, ganz viele kleine Nuancen. Es geht am Anfang, sage ich auch oft meinen Schülern, man muss die Übergänge gar nicht sehen. Sie müssen sie fühlen. Mhm. Dass ich wirklich merke, ich kann so ein bisschen Energie aufbauen, Energie wieder abflachen. Ich kann ja nicht immer mehr. Dann hätte ich ja am Ende der Stunde einen Trab, dann wird es ein rappeliges, nervöses Pferd, das würde den Boden nicht mehr berühren. Geht ja nicht. Trotzdem verwende ich wirklich gerne auch diese Vergleiche. Ich stelle mir vor, jeden Tritt ein kleines bisschen oder einen Zentimeter größer zu reiten. Natürlich muss ich es irgendwann wieder kleiner machen. Es geht nicht anders. Aber durch diese kleinen Übergänge, Tempounterschiede in den Gangarten, zwischen den Gangarten, Energie so ein bisschen aufbauen, wieder abflachen lassen, dass mein Pferd einfach lernt, mehr abzudrücken, zu tragen, die Verbindung Hinterbein, Rücken, Pferdemaul zu halten. Ich sage auch immer gerne, eine Brücke im Körper zu bauen, dass der Rücken hochkommt, trägt, dass nicht nur der Rücken gerade ist und die Beine unterm Körper laufen, sondern das ganze Pferd fast so wie so ein Zahnradsystem zusammenhängt. Und nichts ist fest und alles ist locker, alles kann schwingen. Und aus dem Schwung kann ich dann mehr Versammlungen erarbeiten und jetzt könnte ich endlos weiterreden. Ich weiß auf jeden Fall, was wir alle morgen dann zu Hause einfach mal üben werden und ausprobieren werden. Und wir reden später nochmal über diese Unterrichtsgeschichte. Ja. Eine weitere Facebook-Frage. Wie bereite ich Seitengänge vor?
Ist jetzt die Frage, meint man, wenn das Pferd sie noch nicht beherrscht oder wie bereite ich mit dem Pferd, was sie schon gehen kann, vor? Hast du eine Antwort auf beides? Ich hoffe, ich gebe mir Mühe. Also zum Beispiel, wie wir auch eben in dem Videobeispiel schon hatten, wenn das Pferd die Seitengänge beherrscht, ist die Vorbereitung wichtig, aber nicht nur für die Seitengänge, eigentlich für alles. Ecke, kurze Seite, Ecke ist eigentlich meine Vorbereitungszeit. Auch wenn ich die Mittellinie mal habe, zum Beispiel, wo der Seitengang beginnt, dann habe ich trotzdem Ecke, halbe kurze Seite, Ecke auf die Mittellinie. Und das präzise zu reiten. Man denkt immer, das ist recht kurz, aber das kann recht lang werden, wenn man das wirklich präzise ausführt und eine Ecke auch wie eine Viertelvolte reitet und Stellung, Biegung darüber vorbereitet. Seitengänge im Allgemeinen zu erarbeiten, mal jetzt als Grundbeispiel, zum Beispiel die Traversale, sage ich mal, besteht aus zwei Aspekten. Einmal das Vorwärts-Seitwärts und die Stellung und Biegung. Und ich finde immer, gerade mit jungen Pferden setze ich das gerne so ein bisschen wie ein Puzzle zusammen, dass ich einmal Schenkelweichen wirklich erstmal übe, dass das Pferd die seitwärts oder die vorwärts-seitwärts treibende Hilfe eben versteht, annimmt und das erstmal leicht funktioniert. Und das machst du im Schritt und Trab dann? Ja, also je nachdem, wie weit mein Pferd schon gefördert ist, wie rittig es ist, wie es sich auch anbietet in meinen Hilfen, fange ich erstmal im Schritt an mit dem Jüngeren und dann auch im Trab. Genauso kann ich das hinterher auch im Galopp dann entwickeln. Und bringe dann als nächsten Aspekt, dass ich wirklich mir die Linie vorstelle, auf der ich die Traversale reiten möchte. Und das versuche erstmal nur in Stellung und Biegung zu reiten. Natürlich, je mehr Biegung dazu kommt, wird sich automatisch ein Seitwärts ergeben. Aber dass ich das Pferd gar nicht unter Druck setze, wenn ich jetzt mein Pferd keine Ahnung von der Traversale hat, ich vielleicht, aber mein Pferd nicht, ich jetzt die Traversalhilfe gebe und es sogar irgendwie probiert rüberzukommen, dann würde es dazu führen, dass es sich verkrampft. Das hat es ja noch nie gemacht, das weiß ja gar nicht, was es tun soll. Ja. So, und deswegen das peu à peu dahin führen, dass A, das Vorwärts-Seitwärts, B, die Stellung und Biegung, das versuche ich dann zum Beispiel hinterher Schenkelweichen beginnen, Stellung, Biegung hinzuführen, als Traversale beenden, schöne Übung auch, sich eine Linie suchen, Travers, Renvers. Ach, da ist auch wieder als... Alles gut, ich freue mich über ausführliche Antworten, ja, das finde ich super. Ja, genau. Wir können natürlich viel über die Theorie sprechen, aber wir wollen dich ja jetzt auch mal ein bisschen im Sattel sehen. Wir haben dich natürlich auch gefilmt, aber zuerst kommen wir jetzt zu einem deiner letzten, beziehungsweise ich glaube dem letzten Ritt vor der Babypause, und zwar mit Dempsey, den haben wir gerade schon angesprochen, 16-jähriger Hengst von Dressage Royal, ein Hannoveraner. Du hast vorhin schon ein bisschen was über ihn erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt. Inzwischen seid ihr ein Team, er kämpft für dich. Seid ihr trotzdem noch so ein bisschen frisch verliebt oder seid ihr inzwischen dann doch irgendwie schon das alte Ehepaar? Ah, frisch verliebt. Ja? Ja, doch, ich glaube wohl. Also es hat wirklich, der hat mich herausgefordert. Ich habe diese Herausforderung angenommen. Und du sagst es mit einem Lächeln. Ja, er ist wirklich ein Unikum. Ich liebe ihn und er ist echt besonders. Aber das war auch zum Beispiel jetzt nicht immer nur einfach. Und er hat wirklich einen eigenen Kopf und er weiß ganz genau, was er will und wie er es will. Und das teilt er einem auch mit. Und wenn alles tippitoppi ist, dann kann ich auch alles von ihm haben. Aber also er weiß schon, also er sorgt für sich. Das kann man auf jeden Fall sagen. So sind die Männer. Ja, er auf jeden Fall. Und nein, er ist unterm Sattel jetzt wirklich ein Traum. Und das ist auch das, was mich so freut, dass es so leicht und so fein geworden ist. Und ich wirklich das Gefühl habe, wir sind eine Einheit geworden. An der Hand kann er durchaus mal den Macho rauslassen. Ich bin immer froh, wenn ich auf ihm sitze. Aber er ist echt einmalig. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall eine eurer Sternstunden an, und zwar die Grand Prix Kür aus Neumünster im Januar 2018. Eine Station des Weltcups, und das schauen wir uns jetzt mal an.
die Kühe gewonnen mit 83,88%. Erfolgreich war es auf jeden Fall. Eine tolle Kulisse auch, volles Haus. Wenn du den Ritt jetzt nochmal so siehst bei uns, was denkst du darüber? Bin schon sehr glücklich, dass das jetzt unser Abschlussritt vor der Pause war. Und ich hoffe, wir können da dann im Sommer wieder genauso anschließen. Und ja, ich glaube, ich sah sehr glücklich aus. Und Demsee machte auch einen ziemlich zufriedenen Eindruck. Und so kann es weitergehen. Es ist noch nicht so lange her. Kannst du dich an so ein paar Gedanken erinnern, die man vielleicht während so eines Rittes dann hat? Irgendwas vor einer Verstärkung oder irgendein besonderer Moment, wo ein besonderer Gedanke da war, worauf du geachtet hast? Also während der Prüfung bin ich eigentlich nicht so furchtbar viel am Denken. Irgendwie, ich bin dann so in der nächsten Lektion, aber es war schon, als ich fertig war, habe ich gedacht, das war ein guter Abschluss. Er fühlt sich toll an. Ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, ihn irgendwo zu verlieren, und er machte toll mit. Und ich glaube, er liebt auch diese Kulisse Neumünsters schon besonders auch. Und doch. Dass es dann auf dem Turnier so toll klappt, das liegt natürlich an der Arbeit, die man zu Hause macht, wie man das Pferd vorbereitet. Und wir haben dich, wie gesagt, zu Hause besucht und haben uns als erstes jetzt die Lösungsphase von Demsee angeschaut. Es gibt vielleicht so ein paar kleine Momente, wo man den Eindruck haben kann, er kommt so einen Tick zu eng. Ist das einfach bei dem Zuchtziel, was heutzutage herrscht, bei der Sportlichkeit der Pferde, ist das eine Herausforderung, die man als Reiter generell zu bewältigen hat? Ja, Reiten im Allgemeinen ist eine Herausforderung. Ich habe eben schon mal gesagt, wir sind nur Menschen, die Pferde sind auch nur Menschen, wie ich immer sage. Die Pferde sind schon ganz schön modern geworden. Also die Genicke, die Hälse, die sind so unfassbar leicht. Das gibt uns natürlich einen Reitkomfort. Wie es schöner nicht ist. Hat man früher von geträumt. Wir haben ja eine wunderbar leichte Verbindung zum Pferdemaul. Nichtsdestotrotz müssen wir die Pferde natürlich schulen, an die Hand heranzugehen und die Verbindung aus dem Hinterbein über den Rücken an die Hand heranzufinden. Demsee ist schon auch ein durchaus, wenn man ihn jetzt einfach an der Hand im Schritt sieht, sehr langes Pferd auch. Nicht jetzt negativ im Rechteckmodell, aber wo es wichtig ist, dass eben der Rücken hochkommt und die Oberlinie arbeitet und daraus die Verbindung und die Dehnung zur Hand hinkommt. Und nobody's perfect. Ich arbeite jeden Tag wieder dran. Da sprechen wir gleich natürlich auch noch ausführlich drüber. Wir schauen uns jetzt erstmal ein paar Trainingseinheiten zu Hause an. Gerade wenn ich Demsee reite und auch löse, gibt es natürlich wieder auch mehrere Aspekte. Warum, wieso, weshalb. Wichtig finde ich immer, dass sie lange Schritt gehen, gerade Demsee. Demsee ist jetzt in diesem Jahr 16, also auf dem Papier auch nicht mehr das jüngste Pferd. Auch wenn er sich echt frisch und jung und kernig anfühlt, ist er trotzdem 16. Und ich finde es wichtig, dass er lange Schritt geht vorher. Das ist meistens wirklich Minimum 20 Minuten, auch ruhig frisch nach vorne. Ich meine, bei ihm hat man keine Probleme mit dem Grundschritt, weil er immer gut genug ist, aber trotzdem schult das auch den Schritt. Und auch jetzt, es geht gar nicht darum, beim Lösen einen spektakulären Trab zu haben. Es ist nur Verschleiß, Ermüdung. Das brauchen wir hinterher. Alles zu seiner Zeit. Das ist Demsee. Beim ersten Äppeln darf er immer anhalten. Da er danach weiterläuft, ist ihm das gestattet. Und dann das Gleiche auch für den Galopp. Auch hier. Gerade im Dreitag, wo dann die Einbeinstütze noch dazukommt, ruhig dieses bisschen herangeschlossene. Gerade auch mit Pferden, die das können, die die Versammlung kennen, gar nicht ganz auseinanderlaufen lassen. Erstmal ruhig so eben merken, ich kann immer wieder Gewichtshilfe durchkommen lassen. Merke, das Pferd reagiert, ist vor meiner treibenden Hilfe. Ich kann so den Dreitakt halten, ohne dass das Pferd zum Stützen kommt. Auch hier ganz kleine Tempounterschiede. Bisschen verkleinern die Galoppade. Wichtig dabei, der Sprung von hinten bleibt erhalten. Ich verlangsame nicht den Galopp, sondern ich kann ihn wirklich von hinten heranschließen. Die Versammlung vorbereiten. Einfach so ihn schon mal aufmerksam machen, vorbereiten. Thank you.
dass ich wirklich Frequenz habe im Galopp. Er soll nicht eilen, geht auch gar nicht ums große Tempo dabei. Also ich einfach merke, der Abdruck vom Boden, der ist gegeben. Das gleiche links rum. Ah, ich merke jetzt auch, wie von Runde zu Runde etwas frischer wird und kernig. Auch da gerade im Angaloppieren ein bisschen lustig werden wollte. Aber ist ja auch schön, wenn noch Leben drin steckt. Links rum genau das gleiche, auch wieder diese kleinen Übergänge, diesen guten Grundgalopp. Den versammle ich mir wieder ein kleines bisschen. Es geht noch gar nicht um die letzte Versammlung. Dann treibe ich wieder etwas hinterher. Und dann wieder das Aufnehmen im Hinterbein beginnen zu lassen. Jetzt hier auch wirklich schön ist dieser gleichmäßige, diese gleichmäßige, aber wirklich leichte Verbindung zur Hand hin. Er sucht die Verbindung, aber es ist ohne Druck, es ist der federnde Zügel. Schluss noch eine Runde hinterher dehnen lassen, noch mal einmal richtig ins Lang und Tief bringen. Und dann Schrittpause. Hier ganz klar Dempseys Stärke. Ist natürlich auch für den Reiter eine komfortable Lösung, wenn die Pferde schon mal mit so einem Schritt durch die Bahn metern, man eigentlich nicht viel machen muss, schon mal viele gute Punkte abholen kann. So eine entspannte, ruhige Lösungsphase. Das ist wirklich schön anzuschauen. Ich nehme an, dass ihr zu Hause vor dem Bildschirm gespannt zugeschaut habt. Aber auch wenn man hier so ins Publikum schaut, es haben alle wirklich ganz gebannt auf den Bildschirm geblickt und die Lösungsphase verfolgt. Ich habe übrigens auch meine Lieblingsstelle schon gefunden. Dazu kommen wir aber gleich. Vorher, man kriegt ja immer so ein bisschen aus der Regie was aufs Ohr. Und wir verfolgen natürlich, was ihr da draußen macht. Wir verfolgen, was ihr kommentiert, was ihr schreibt. Und ich habe die Info bekommen, es möchten ganz, ganz viele da draußen von dir persönlich gegrüßt werden. Deine Kamera. Ja, das ist mir eine große Ehre, ehrlich gesagt. Also ich freue mich riesig, hier zu sein, hier zu sitzen. Und ich habe keine Ahnung, wie viele zugucken. Viele. Ich bin sehr gespannt. Mir macht es eine große Freude. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wir können einfach diesen Abend zusammen genießen. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Danke, dass ihr dabei seid. Wir schauen mal, ob wir Instagram oder YouTube bei dir vielleicht doch noch anschieben. Wenn ich technische Hilfe bekomme, können wir drüber reden. Wir besprechen das später mal genau wie mit dem Unterricht. So, das Thema spreche ich jetzt nicht mehr an. Lass uns über die Lösungsphase sprechen. Du hattest diesen kleinen Stopp, den ich unheimlich charmant fand, irgendwie menschlich. Und wo du einfach gesagt hast, das darf er beim ersten Mal. Warum handhabst du das mit dem Äppeln so, dass er dann beim ersten Mal stehen bleiben darf und er so seine Zeit kriegt, das zu machen, was er machen muss? Weil er es einfach will. Er möchte einfach anhalten. Und er haut wirklich die Bremse rein, wenn er muss. Und ich weiß, er läuft in der Prüfung weiter. Ich weiß, er zieht es durch und er hat in den Einern schon geäppelt. Ganz oft habe ich es gehabt, dass er wirklich in der Schritttour dann äppelt und durchaus schon weiß, wann ein guter Moment ist dafür. Und ja, es muss halt sein, das muss raus und besser es kommt raus, als es bleibt drin und dann soll er die Zeit auch haben. Absolut. Ich muss jeden Tag wieder schmunzeln, wenn er stoppt. Tatsächlich wäre das jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn du jetzt am Abreiteplatz bist und er noch nicht geäppelt hat vorher, wie nervös man dann in der Prüfung ist, aber das hast du noch nicht gegeben. Sehr gut. Wir haben jetzt gerade dich beim Training bei der Lösungsphase beobachtet. Wie baust du das mit der Dehnung ein? Machst du das wirklich am Ende der Lösungsphase? Machst du es vorher? Machst du es nach Gefühl? Es ist echt von Pferd zu Pferd auch ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch altersabhängig. Zum Beispiel jetzt ein junges Pferd, was wirklich noch unerfahren ist, vielleicht auch durchaus wild am Anfang und kernig,
Da habe ich vielleicht sicherlich erstmal etwas mehr Verbindung und versuche dann peu à peu in das noch längere, noch mehr gedehntere hineinzuarbeiten. Demse ist wirklich ein Pferd, was ich ja eben auch schon angesprochen habe, wo ich immer wieder versuche, den Rücken hochzubekommen und diese Tragkraft in der Rückenlinie einfach zu erarbeiten. Und er hat dieses wirklich hohe Versammlungspotenzial. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich ihn zu, auch zum Beispiel in der Lösungsphase, zu viel nach vorne reite, vom Tempo her, fällt ihm das schwerer, sich zu tragen, auch Selbsthaltung in der Lösungsphase schon zu, ja, beginnen zu erarbeiten, als wenn ich ihn ein klitzekleines bisschen geschlossener im Körper habe. Und, aber so ist es von Pferd zu Pferd unterschiedlich, wann ich mehr Dehnung, wann ich weniger Dehnung, und genauso auch in der Arbeitsphase ist es, glaube ich, auch wichtig, immer wieder Dehnung einzubauen. Und es ist, sag ich mal, für die innere und äußere Losgelassenheit einfach wertvoll. Du hast jetzt gerade von der Arbeitsphase schon gesprochen. Entschuldigung. Nein, total richtig, weil genau die schauen wir uns jetzt gleich auch an. Anschließend sprechen wir natürlich auch wieder drüber. Wir haben dich zum einen eben gerade in der Lösungsphase gesehen und wir schauen uns jetzt mal, inwiefern sich das Ganze von der Arbeitsphase von Demse unterscheidet. Ich beginne gerne so nach der Lösungsphase mit dem Galopp, mache ich mit den meisten Pferden. Ich bin der Meinung, vom Grundsatz ist das egal, mit welcher Lektion ich anfange. Ich würde immer die, oder mit welcher Gangart ich anfange, ich würde immer die wählen, in der man sich am wohlsten fühlt und das Pferd am wohlsten fühlt. Und bei mir ist es oft mit den meisten Pferden wirklich der Galopp. Auch wenn er alles aus dem FF beherrscht, trotzdem immer wieder diese Basisarbeit. Kleine Übergänge, ranschließen, versammeln, tragen, leichte Anlehnung dabei und wieder rauslassen. Dass diese Selbsthaltung erhalten bleibt, die Verbindung von hinten nach vorne erhalten bleibt. Wenn ich das genauso gleich auch auf gerader Linie einmal abfragen kann. Es muss auch gar nicht immer die Mittellinie genau sein. Ich kann auch die Viertellinie nutzen. Wichtig, immer wieder diese freie Linie abzufragen. Auch hier die Galoppade zu versammeln. In ganz leichter Schultervorposition durchkommen, wieder nach vorne reiten können. Und dann wieder am Sitz versammeln. Das Hinterbein beginnt. Tragen. Gut. Und dann wieder ablaufen lassen. Und dann auch wieder gleichmäßig auf beiden Seiten. Bisschen drin immer wieder dieses bisschen nach vorne galoppieren, Impuls nach vorne holen. Dann genau das gleiche Spiel auch auf dieser Hand. Immer wieder diese Basisarbeit. Es geht gar nicht darum, Lektion nach Lektion zu reiten. So, sondern wenn ich hinreiten kann, wenn ich eine Lektion vorbereiten kann, das Pferd die Lektion beherrscht und der Reiter die Lektion beherrscht, kann man sie normalerweise dann auch abfragen. Mal wieder nach Versammlung, ein kleines bisschen vorwärts. Auch genau das gleiche so mit der Diagonalen oder den Wechseln. Es geht gar nicht darum, immer nur diese Prüfungslektionen zu reiten, sondern auch wirklich mal Dreierwechsel, die nicht vorkommen, gar nicht sofort am Anfang der Diagonalen die Lektion beginnen zu lassen, sondern einfach auch mal 2 Meter später, so dass das Pferd nicht gleich weiß, oh Diagonale, yippie-yay, wir fangen schon mal an. Und dann wirklich so auf die Reiterhilfe wartet. Auch dann zur Pirouettenarbeit nochmal das gleiche. Selektion mischen, versammeln. Weil ich muss nicht immer diese kleine Prüfungspirouette reiten, sondern klein beginnen, dann Sprung für Sprung größer werden. Dann kann ich wieder etwas kleiner werden, um dann wieder groß nach vorne herauszureiten.
Das ist das Entscheidende. Ich muss es so ein bisschen kontrollieren können. Dann wieder das entscheidende Schrittpause. Wollen wir die Pferde nicht ermüden? Die sollen Spaß an der Dressurarbeit behalten. Deswegen auch nicht müde in den Stall gehen. Das gleiche Spiel dann, was wir gerade im Galopp gemacht haben, dann auch im Trab. Einfach so ein bisschen dieses Vorbereiten erstmal, Übergänge abfragen. Geht noch gar nicht um den ganz großen Tritt, obwohl er den jetzt schon anbieten will. Daraus wieder ein bisschen klein machen. Passage denken geht aber noch gar nicht so. Darum jetzt Passage in Höchstform zu reiten, sondern immer wieder die Bereitschaft. Ich darf agieren und er reagiert auf meine Hilfen. Dann auch Richtung Passage sitzen, versammeln, dann auch anfangen mit der Passage zu spielen. Dann mal ein bisschen kleiner denken, dann ein bisschen nach vorne passagieren. Ich möchte, dass immer das Gefühl haben, das Pferd ist vor meiner treibenden Hilfe. Ich darf den Rahmen schließen, das Pferd geht zur Hand hin und trotzdem durch die Hand durch. So, nochmal genau. Klein machen, fleißig machen. Brav. Sich einfach merke, ich komme ans Hinterbein heran. Er lässt mich ihn verändern. Er hört auf mich. Ich darf agieren. Auch ganz schön so zu spüren. Ich habe ein Ankündigungskommando gegeben und kann jetzt immer mehr ablaufen lassen. Das gleiche kann ich vom Grundsatz auch mit der Piaffe machen, dass ich ein bisschen mit der Lektion spiele. Jetzt zum Beispiel, ich komme leicht aus der Wendung. Ein Fehler. Ich wende einfach ein kleines bisschen weiter. Brav. So, ich lege die Piaffe leicht in eine Pirouette an und er hört, er reagiert. Genau das gleiche linksrum dann. Ich komme leicht aus der Wendung und wende einfach ein kleines bisschen in der Piaffe weiter. So. Und jetzt hat er alles gemacht, was ich wollte, vom Allerfeinsten. Weiß ich nicht mehr, was ich ihm noch abverlangen soll. Ich muss nicht jeden Tag starken Trab üben, das kann er. Kann auch diese Lektion, es geht immer wieder um die Grunddurchlässigkeit, Grundrittigkeit. Losgelassenheit und Freude an der Arbeit.
Eine unheimlich durchdachte Arbeitsphase. Bevor wir darüber aber gleich sprechen, erst noch mal die Info für euch da draußen. Das Gewinnspiel, das läuft noch und es gibt tolle Sachen zu gewinnen. Teilt einfach diesen Livestream, kommentiert was Schönes und schon seid ihr im Lostopf. Und zu gewinnen gibt es wirklich schöne Sachen, nämlich eine Mercedes-Benz-Schabracke, eine Mercedes-Benz-Abschwitzdecke und zwei Tickets für den CHIO in Aachen, inklusive Mercedes-Benz Hospitality, die sich wirklich sehen lassen kann. Also ganz schnell noch mal den Livestream teilen und dann seid ihr noch im Lostopf drin. Wir losen nämlich nach einigen Fragen an Helen dann gleich aus. Wir möchten jetzt einmal kurz über die Arbeitsphase sprechen. Was ich unheimlich spannend fand, man hört dich immer wieder sagen, bei dem Pferd die Bereitschaft hervorrufen. Also dass die Bereitschaft da ist, auf deine Hilfen zu reagieren. Was genau meinst du damit? Ja, das eben genau das, was ich vielleicht einmal schon eben gemeint habe. Dieses eine Einheit werden, ein Team werden, sich blind verstehen. So genau diese Kleinigkeiten, dass ich ein Ankündigungskommando gebe, ich gebe eine Hilfepassage und dann komme ich dazu, dass das Pferd mich so versteht und so fein auf meine Hilfe agiert, dass es das eben ohne große weitere Unterstützung ausführt. Mhm. Das ist das Endziel, das ist natürlich das, wovon wir als Reiter träumen, aber das ist nicht immer so leicht und das ist natürlich auch während der Ausbildung nicht immer so leicht, aber das ist ja so ein bisschen das, wo wir hinkommen wollen und wichtig dafür ist auch Basisarbeit, weniger ist mehr. Die sollen ja die Dressurarbeit nicht leid werden. Also im Endeffekt, du denkst, das Pferd führt aus. Das ist so ein bisschen vielleicht das Endziel, was sich ja jeder Reiter so ein bisschen irgendwie erträumt. Trotz allem ist es dir auch ganz wichtig, dass das Pferd trotzdem dir zuhört und darauf wartet. Das hast du jetzt auf der Diagonale gezeigt, ja, dass du die Wechsel mal ein bisschen später einleitest. Warum achtest du da so drauf, damit es dann in der Prüfung einfach nicht vorweggreift? Ja, Erfahrung macht auch klug. Also ich weiß auch noch, Mittellinie halten, X. Rums. War schwierig, bis zu X zu kommen und dann noch eine ordentliche Parade hinzulegen, war dann fast unmöglich, weil ich es immer wieder an dem Fleck geübt habe und den Fehler gemacht habe, halt so ein bisschen dass mein Pferd es auswendig gelernt hat. Und die Pferde sind nicht dumm und die denken ganz schön mit, gerade wenn sie auch ein bisschen Einstellung zum Sport haben. Und dafür ist es aber wichtig, dass man eben dieses Mitdenken erhält, aber trotzdem selber so ein bisschen das Zepter in der Hand behalten darf und durch einfach viele kleine Übergänge, mal früher, mal später, mal nur versammeln, jetzt auf diese Parade zum Halten zum Beispiel gemeint, oder auch Diagonale mit den Wechseln. Oft ist, wenn man immer Diagonale, Wechsel, kommt ja in der Prüfung schon oft genug vor. Wenn ich es dann zu Hause auch noch ständig so mache, dann wende ich oft nur ab und bam, hab schon den ersten Wechsel. Und das ist wichtig auch da, das ruhig einfach mal ab X erst zum Beispiel zu beginnen und diese ganzen Kleinigkeiten, die Piaffe nicht immer nur auf der Mittellinie, auch mal danach, neue Linien, es einfach variabel zu halten. Du sprichst viel von Bereitschaft bei den Pferden, von Motivation und hast jetzt gerade auch im Beitrag gesagt, dir ist es wichtig, die Pferde nicht müde zu reiten, sie nicht nachher müde in den Stall zu stellen. Wie scannst du das? Merkst du einfach, wann das Pferd genug hat? Reitest du bis daran oder hörst du auch mal ganz früh auf? Also es ist unterschiedlich. Natürlich, wenn ich auch neue Lektionen übe, ist es auch mal wichtig, auch mal einmal so lange dran zu bleiben, dass das Pferd es verstehen kann. Es weiß ja nicht, wie ein fliegender Wechsel funktioniert. Das hat ja das Lehrbuch nicht gelesen. Und, schade eigentlich, dass sie nicht lesen können. Ja, das wäre recht einfach dann vielleicht. Und so muss man sich das ja so Stück für Stück erarbeiten und dem Pferd überhaupt erklären, was wir überhaupt wollen. Was ist ein fliegender Wechsel? Was ist ein Seitengang? Hatten wir eben auch schon. Und das eben, sich dann stückchenweise zu erarbeiten und das aber auch nicht so oft zu machen, dass das Pferd sagt, weißt du was, deine Dressur, die kannst du dem nicht alleine machen, ich mache was anderes. Sondern ich glaube auch, das Pferd früh genug eben in den Stall zu stellen, auf die Weide, was auch immer, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber nicht so viel Dressurarbeit, dass es das nicht mehr tun möchte, sondern sich punktuell was raussuchen, was ist wichtig an dem Tag, worauf bauen wir jetzt auf und das Pferd frisch in den Stall zu stellen, auch nicht müde und jetzt bin ich immer wieder fertig. Und körperlich, sondern auch vom Kopf wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, genau. Wenn du diesen Weg zu Hause gehst, dieses Training machst, du arbeitest natürlich auf diesen Punkt hin, die Pferde vorzustellen. Auf dem Turnier, wie sieht denn deine konkrete Prüfungsvorbereitung aus? In den Wochen davor, in den Tagen davor, hast du dann genau einen Ablauf? Machst du am Tag vorher besonders viel, besonders wenig? Auch individuell wieder etwas. Manche Pferde sind ja kuckiger auf dem Turnier und eher angespannter, andere sind sehr entspannt. Manche lieben sogar diese Atmosphäre und wachsen da über sich hinaus. Aber vom Grundsatz ist natürlich schon, nach dem Turnier gibt es Pause. Eigentlich auch konstant für alle Pferde wirklich. Und danach wird dann peu à peu das Training wieder aufgebaut. Erstmal wieder nach der Pause Basissachen.
immer wieder da, also eigentlich vom Einfachen zum Schweren, immer wieder so. Und dann immer mehr diese Lektionen, die in der Aufgabe, die in den Prüfungen vorkommen, eben... Nicht am Punkt? Punktuell üben. Ja, manchmal muss man sie auch am Punkt üben. Also, aber halt nicht ständig. Aber hin und wieder muss das auch mal sein. Und das natürlich dann auch in Zusammenhang bringen, in eine Reihenfolge, so wie es in der Aufgabe ist. Auch vielleicht mal eine Aufgabe reiten, habe ich ein jüngeres Pferd, das muss ich auch daran gewöhnen, das wirklich hintereinander zu absolvieren und nicht immer noch eine Volte, schön vorbereitet und dann klappt's. Aber wenn es dann in der Prüfung alles hintereinander funktionieren muss, dann wird es auf einmal schwierig. Und aber tendenziell dann ein, zwei Tage vorm Turnier auch zumindest mit den erfahreneren Pferden ein bisschen Piano, die Kraft aufbewahren. Reitest du mit Demsey denn dann vorher nochmal wirklich die komplette Aufgabe oder sagst du, der ist ein bisschen zu schlau, das, da mache ich nur Ausschnitte? Also ich denke jetzt, vor dem ersten Turnier wieder werde ich es einmal reiten. Am Anfang habe ich auch doch einige Aufgaben oder zumindest immer Ausschnitte geübt, um dieses leichte Hintereinander, diese Selbstverständlichkeit da reinzukriegen. Das heißt nicht, dass jede Piaffe an dem Punkt sein musste. Aber einfach mal auch durch eine Aufgabe durchreiten. Ich muss sie gar nicht zu Hause so reiten, wie ich sie perfekt auf dem Turnier absolvieren möchte. Mal wirklich mal durcharbeiten, dass ich das Gefühl habe, ich kann das Pferd zu jeder Sekunde verändern und er hört auf mich, er ist bei mir. Er ist konzentriert und lässt mich aber trotzdem agieren. Und das geht da nicht darum, dass ich jetzt mit dieser Aufgabe vielleicht die Prüfung gewinnen würde, aber dass ich einfach das Gefühl habe, das Pferd hört auf mich, das Pferd ist bei mir und ist konzentriert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall so, dass ich heute schon eine ganze Menge gelernt habe. Ich glaube, ihr da draußen habt auch Spaß. Das sieht man auch daran, dass es im Chat sehr, sehr rege zugeht. Eine Frage, die gestellt wird, ist, wann du denn deinen eigenen YouTube-Kanal aufmachst und deine Ratschläge teilst. SOS, ich brauche Hilfe. Ich komme bei dir vorbei und wir machen ein Video zusammen. Ja, das können wir als Deal gelten lassen. Ja? Wenn ich das technisch nicht ausführen muss. Du musst mich nur beim Reiten aushalten. Das ist doch ein Deal. Ihr habt aber nicht nur das gefragt, ihr habt auch andere Fragen noch gestellt. Und Dankeschön, die werden mir jetzt nochmal reingereicht. Und das bezieht sich tatsächlich auf das, was wir die ganze Zeit eigentlich ansprechen. Warum ist Basisarbeit so wichtig und was genau meinst du damit? Basisarbeit ist einfach alles, ehrlich gesagt. Ohne eine gescheite Basis lässt sich keine Lektion aufbauen. Jetzt nochmal, die Pferde wissen nicht, was Dressur ist. Sie können es glücklicherweise, aber wir müssen es ihnen halt peu à peu erklären. Und so geht es beim Anreiten los, dass das Pferd sich überhaupt an den Reiter gewöhnt, dass das Pferd die Reiterzügel, Gewicht, Zügel und Schenkelhilfe kennenlernt und auch versteht. Ja, genau, versteht, was ist eine Galopphilfe und so baut sich das systematisch bis zum Grand Prix hin auf. Und dieses System ist schon recht ausgeklügelt. Es funktioniert mit den meisten Pferden wieder, zumindest mit denen, die es wirklich wollen und auch ein bisschen Einstellung haben. Und das ist einfach so mit Basisarbeit gemeint. Das ist natürlich nicht einem Grand Prix-Pferd wieder Angaloppieren beibringen, aber genau diese kleinen Übergänge. Ein ordentliches Antraben aus dem Schritt. Das ist auch wirklich ein bisschen unser täglich oder mein täglich Brot mit Demsey. Einen guten Übergang aus dem Schritt zum Trab. Genauso wieder durchparieren können. Dass ich nicht bremse und vorne ziehe und die Hinterbeine noch im Stall sind, sondern dass das Pferd im Gesamten funktioniert. Dass ich wirklich merke, der Körper arbeitet, das Pferd versteht, was ich möchte und das Pferd versteht einfach, wie sein Körper einsetzt. Und daraus wird jede Lektion dann einfach. Und ich glaube, das ist auch vielleicht das, was Pferde motiviert. Wenn der Körper das hergibt, geht uns ja auch so. Was uns leicht fällt, machen wir gerne. Was uns schwer fällt, verschieben wir auch gerne vielleicht mal auf morgen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Sehr, sehr schöne Antwort auf diese Frage. Eine weitere Facebook-Frage, die so ein bisschen auch tatsächlich daran anschließt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was bedeutet heranschließen? Kann man das kurz und knackig innerhalb unserer Sendezeit beantworten? Ist nicht meine Stärke. Aber ja, natürlich, diese kleinen Übergänge, dass ich eben das Pferd, was einen natürlichen Rahmen hat, was aber für je mehr Versammlung ich möchte, das Pferd eben heranschließen möchte. Ich möchte, dass das Hinterbein mehr unter den Schwerpunkt kommt. Ich möchte, dass das Hinterbein peu à peu mehr Last aufnimmt. Dass daraus resultierend das Pferd immer mehr ins Bergauf kommt und bergauf erscheint. Aber nichtsdestotrotz soll das Pferd natürlich im Ganzen, soll nicht auf einmal den Hintern einziehen, mal so gesagt, und klemmen, sondern ich möchte, dass das Hinterbein immer noch abfedern kann. Es federt aber mehr unter einen Schwerpunkt oder springt mehr unter einen Schwerpunkt, je nachdem, in welcher Gangart wir gerade sind. Vielleicht kurz. So kurz wie möglich.
Eine weitere Frage, die wollen wir noch ganz kurz klären. Das ist jetzt so ein bisschen technischer vielleicht zum Equipment, aber auch solche Fragen von euch da draußen möchten wir natürlich gerne beantworten. Helen, wie oft reitest du deine Pferde auf Kandare und wonach entscheidest du das Trense Kandare? Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was vielleicht auch in der Zukunft noch interessant wird. Ich reize eigentlich immer auf Trense, also bis sechsjährig sowieso. Bis dahin ist es ja auf dem Turnier eben auch das Equipment, was gefordert ist. Danach wird die Kandare gefordert, ist vorgeschrieben. Ich glaube, ich würde die meisten bis alle, wenn ich die Wahl hätte, auf Trense reiten. Aber dadurch, dass ich ja die Kandare auf jeden Fall drauf machen muss, reite ich sie auch hin und wieder mit Kandare. Und wichtig zum Beispiel vielleicht als kleiner Tipp, wenn Pferde die Kandare nicht so sehr mögen, nicht an den Tagen drauf machen, wenn hart gearbeitet wird, so, sondern eher mal, wenn ich ins Gelände gehe, locker reite oder irgendwie was Nettes mache, dass die Kandare nicht, wo sie eh schon nicht so sehr gemocht wird, mit schwerer Arbeit verbunden ist, sondern eher mit was Schönem. Das ist ein guter Tipp. Ja, ich hatte mal einen, der mochte die nicht so gerne und da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht, wie ich ihn überzeugen kann. Ich glaube, das werden einige von heute an beherzigen. Eins kann ich dir schon mal verraten, du scheinst wirklich als Vorbild zu fungieren. Wir haben nämlich einen neuen Hashtag. Auch das sollte dazu führen, irgendwann Instagram oder YouTube zu machen. Team Helen, der Hashtag ist gerade im Netz, glaube ich, ganz groß am Start, wurde mir gerade von der Regie verraten. Also du scheinst heute auf jeden Fall die richtigen Antworten zu geben. Wir wollen so ein bisschen über die Zukunft reden. Ich meine, die Zukunft so ein bisschen liegt gerade in deinem Bauch sicherlich. Aber was ist so dein Plan für 2018 mit Demsey? Du wirst ihn vorstellen, oder? Ja, also ich hoffe es. Ich meine, wir müssen beide gesund bleiben und man weiß nie. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie die allergrößten Zukunftspläne mache, sondern erstmal mache und danach drüber rede. Nein, aber ich habe auf jeden Fall Pläne. Also ich würde total gerne wieder Weltcup reiten dann über den Winter und es dann hoffentlich bis zum Finale schaffen das nächste Mal. Ja, ein klitzekleiner Traum geht Richtung Aachen, aber... Wie schnell möchtest du denn wieder in den Sattel springen? Muss ja realistisch bleiben. Ja, so schnell wie es geht. So schnell wie es geht. Ja, das ist ganz sicher und den Rest werden wir sehen. Also ich träume davon, ob es ein Traum bleibt oder nicht, werden wir sehen. Schauen wir mal. Demsey ist natürlich für dich am Start, aber du hast ja auch Nachwuchspferde. Auf wen setzt du da besonders und hast du da irgendwelche besonderen Pläne jetzt für das Jahr? Doch, ich glaube, es sind echt ein paar wirklich gute Nachwuchspferde da. Annabelle, eine Holsteiner Stute, die ist jetzt 10 geworden, hat auch Jungpferde Grand Prix schon einiges gewonnen und auch den langen Grand Prix schon mit über 70% absolviert. Sie ist ehrlich gesagt meine nächste Herausforderung. Ich halte sie für genial, aber sie ist auch echt ein Charakterpferd und hat richtig Power und Saft und manchmal lässt sie den auch raus. Aber ich glaube, die hat richtig Talent. Dann Brisbane ist noch eine Stute, die habe ich jetzt erfolgreich in einer kleinen Tour vorgestellt. Die ist auf einem sehr guten Weg Richtung Grand Prix. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Dann gibt es noch viele tolle dazwischen. Und dann haben wir natürlich jetzt auch noch ein kleiner Besonderer von der letzten Körung, Tesla. Ja, der war der Prämienhengst und ich glaube, der kann was ganz Besonderes werden. Ist natürlich echt noch ein ganz weiter Weg. Aber gut Ding will Weile haben. Wir werden 2018 auf jeden Fall einiges von dir sehen, von dir hören. Vielleicht auf YouTube, vielleicht schon in Aachen beim CIO im Sommer. Ansonsten vielleicht danach. Aber Fakt ist, wir werden von dir hören. Unheimlich schön, dass du heute da warst. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ganz, ganz tolle Antworten auf viele Fragen. Ich glaube, dass das Ganze nicht nur für mich inspirierend war, sondern auch für euch da draußen. Das ist zumindest das Feedback aus dem Netz. Du scheinst wirklich ein Vorbild zu sein. Du bist ein Vorbild. Und das ist wirklich wahnsinnig schön. Also danke, dass du heute hier an meiner Seite warst, dass du so fleißig Fragen beantwortet hast. Wir wünschen natürlich dir fürs Baby jetzt erstmal alles Gute und dann für 2018 für Demsey, für deine Nachwuchspferde. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Das hat mir echt viel Freude gemacht. Schön. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und hier und zu Hause. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt und vielleicht können wir ein bisschen was zusammen machen. Schauen wir mal. Dankeschön, Helen. Applaus aus dem Publikum. Ihr dürft gleich auch gerne nochmal klatschen, aber wir haben noch ein bisschen was aufzulösen und zwar das Gewinnspiel. Ich habe am Anfang der Sendung versprochen, dass ich auflöse, wer die Gewinner sind und wir haben 3 Gewinner. Vielen Dank, liebe Lena. Und zwar haben wir eine wunderschöne Mercedes-Benz Schabracke und die hat gewonnen, Trommelwirbel, die Anna Krone. Herzlichen Glückwunsch, liebe Anna. Ja, ihr dürft ruhig klatschen. Wir haben Live-Publikum dabei, das finde ich ganz gut.
Die Abschwitzdecke, die geht an Johanna Schendel. Herzlichen Glückwunsch. Und das freut mich ganz besonders, denn beim CAIO werde ich natürlich auch mit da sein. Ich darf das Ganze ja immer moderieren. Die Gewinnerin der CAIO-Tickets inklusive Mercedes-Benz Hospitality, Saskia Wegener. Herzlichen Glückwunsch, liebe Saskia. Und damit sind wir auch tatsächlich am Ende unserer Sendung angelangt. Im Mai geht's weiter. Da haben wir das nächste Mercedes-Benz Reiterforum live. Wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß hattet, dass es euch gefallen hat und dass wir euch dann im Mai wieder am Bildschirm sitzen haben. Vielleicht auch bei uns im Publikum. Da haben wir dann eine weitere Top-Dressurreiterin mit am Start, und zwar Jessica Bredow-Werndl. Da freuen wir uns jetzt auch schon drauf. Sie wird nämlich auch meine und eure Fragen beantworten. Alle Termine, alle Infos rund ums Reiterforum Live erfahrt ihr von unserer Homepage. Die lautet reiterforumlive.mercedes-benz.de oder viel einfacher, vielleicht folgt ihr uns einfach auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram. Wir sind eigentlich überall vertreten und du bald auch. Schauen wir mal. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tip top.